Hallöchen, meine Hier Lieben, und leidet herzlich unsere Freude. willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meiner Seite sind Vanva, Hallo. Hallo. Enno Hallo. und Reaper. Hallo. Was war los? Hey? Hey? Nix, alles gut. Dann würde ich sagen, sattelt die Pferde, wir reiten los, oder? Mit Ah! diesem Militärfahrzeug. Moment, ich Kleinen fahre. Moment, ich will das mal noch. Ich finde, das hat was Kurz vom was gucken. Barbie-Auto. Hi, Das ist eine Ken. Zuhälterkarre. Also das Nummernschild ist auch gut. 1873 NGB. Das, Soll das jetzt was sagen? nö. Gut. Aber es wirkte so, als würde es was sagen. Moment, Okay. doch, warte. Ah, nee, ich kann keinen Tab machen. Was ist unser Auftrag? Nach rechts fahren erstmal. Und danach wieder nach rechts. Und wie wir in der beim letzten Mal rausgefunden haben, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er, Baros. Der hat eine Tochter. Und wenn wir die auf unsere Seite ziehen können, dann können wir es vielleicht schaffen, an ihn ranzukommen. Wenn wir die Tochter mit diesem Fahrzeug abholen, dann denkt er, Ja. wir schicken die ins Bordell. Eventuell nach der Brücke nach rechts. Ja. Also. Ja. Ich sag dir nichts weiter dazu. Gucke gerade was nach in meinem PDA. Okay, also, die haben seit langem nicht mehr miteinander gesprochen, aber. Warte, wir fahren nach rechts und dann nach links. Also, die beiden haben lange nicht miteinander gesprochen, aber er ist ja halt treu ergeben und deswegen, wenn wir sie dazu bekommen, dass sie so tut, als ob sie ihm die Hand reicht, dann könnten wir dadurch an ihn rankommen, weil er wird auf jeden Fall dann zu ihr wollen. Wir könnten Nach das links? Gift verwenden, was Skripal umgebracht hat. Und ihr das auf die Hand schmieren. Wollen sie aber nicht vergiften. Ja, aber ihn. Ja, aber sie nicht, ne? Entschuldigung. Geradeaus ist das schon, also ab hier Vorsicht. Hier ist aber nix. Nö, hier Okay. ist nur so ein Turm. Dann steigen wir hier mal aus. Ich Ja. park Ist den euch mal mein. was aufgefallen jetzt auf der Fahrt? Nee. Was denn? Das Auto ist noch ganz. Ja, das ist ja auch teuer gewesen. Ich Nee, muss. nicht ganz. Hinten die Scheiben sind kaputt. Toll. Das war für die Lüftung. Weil du mal wieder eins ziehen gelassen hast. Du hast es gerochen, verdammt. Wo müssen wir Das denn hin? Wo ist die alte denn? gerochen. Ich hab Irgendwo die hier Vib muss sie sein. Mann, Ey, Mann, hier ich hab ist die einfach Vibration nix. gespürt, als da losgegangen ist. Also wenn die eine Aber Tochter ist, nicht dann würde ich genug einfach mal als hier in der Schule suchen, Helga ne? hat nur sie. Oh. Wir brauchen sie. Und wenn sie nicht helfen will, wie Ja. gesagt, Hier wir haben spielt nur sie. jemand dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, Hüpfekasten. Himmel und Hölle. Die Musik ist ganz toll, oder? Keine Ahnung, wo die alte ist. Irgendwo hier soll ja auch noch eine Medaille sein, obwohl die habe ich auch noch nicht gesehen. Die Frage ist auch, wie alt ist das Mädchen? Keine Ahnung, aber ich glaube, sie kennt sich so ein bisschen mit den ganzen Sachen aus. Achso, das Weil heißt, was die ist ist nicht am eine von diesen Turm? sechsjährigen Kindern, die hier sind. Oh, am Turm ist die Medaille. Also einmal über den Zaun, wenn ich nicht zu dumm wäre. Was? Wollen wir die jetzt Ist da ein Eingang? versteckt? Ja, mir gibt's einen Eingang. Ach da. Hey, hier Okay, ist ein da Santa unten. Blanca Orden. Ist ein Hör, was schönes die, wer? Souvenir. Ach da. Natürlich neben noch Flasche Bier und ein paar Kippen. So. Oder ist sie doch in der Schule? Also ich habe die Schule Ist schon sie vielleicht durchsucht, da war die irgendwie nix. Gassist? Weiß nicht. Oder vielleicht die hier. Vielleicht ist es die Lehrerin in der Schule? Warte, nee, die muss ja älter sein, weil die arbeitet ja. Oh, das ist sie. Naja, ich dachte, sie sieht Von den besser Kindern aus. erstmal. Okay. Mal.
Ja, wann war? Vor den Augen der Kinder. Ich weiß nicht mal, ob das die Frau ist. Ich habe jetzt irgendeine Frau hier gegriffen. Doch, das ist sie. Pack sie mal ins Auto, vielleicht im Kofferraum oder so. Ist das pinke Auto jetzt gerade schon weggefahren? Das hat glaube ich, aber ich glaube, ich habe den Schlüssel stecken lassen. Oh, gut, dass ich dieses Auto verfolgt habe, weil ich gedacht habe, ihr sitzt da drin. Ernsthaft und so, die Karte. Ernsthaft, es ist ein Kind gefahren? What? Es ist wirklich so ein kleines Blach, ist die Karre gefahren. Na wo dann. Ist es denn? Oh Mann. Die Situation ist ein Reaper bisschen skurril. Das Auto mit? Ja, ich glaube, er kommt hier gleich, oder? Okay. Ja, ich sehe ihn. Oh mein, er kommt an. Das nächste Mal die Schlüssel nicht stehen lassen, oder? Also die Frau kann man auch in den Kofferraum stecken, die ist mehr so eine 2 von 10. Die Bremsen von der Karre sind auf jeden Fall gut. Aber du hättest fast mit der frontalen Stange den Asphalt geknutscht. Warte. Eigentlich können wir sie auch vor Ort verhören, oder? Hier, so ein Kind wie das da hinten ist, die Karre gerade gefahren. Oh mein Gott. Wir können sie auch vor Ort verhören. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt einen abgelegenen. Ja, okay, wir können auch gerne ein abgelegenes Viertel. Nee, jetzt fragt Reaper sie. Na los. Herendera, buen dia. Wir suchen General Barro. Aber flirtest du? Lo siento. Mit der will man nicht flirten. Doch, und das werden sie. Der General ist ihr Vater. Wir wollen ihn nur treffen. Okay? Warum soll ich das glauben? Weil sie keine Wahl haben. Sie glauben, die Sicarios sind böse? Wir sind der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Papa, die Gringos haben mich. Americanos, mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihnen nicht. Er sagt, sie sind gefährlich, peligrosos, aber er hat meinen Treffpunkt genannt. Ja? Na, ob wir die wirklich laufen lassen sollten? Ja, die läuft glaube ich nicht mehr weg. Anschnallen, Leute. Ja. Oh, okay. Was dabei? Erklärt das mal der Zentrale. Wie hat sich der Schuss gelöst? Das war akute Bleivergiftung. Ja, ihr steckt immer so 5 Gramm Blei. Stück im Herzen, ne? Wir denken das einfach war so. Ein Schuss mit der Diegel. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als 5 Gramm. Die ist nicht durch einen Schuss gestorben, die ist durch einen anschließenden Herzinfarkt gestorben. Hm. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Na, jetzt wissen wir ja wenigstens, wo die alte ist. Wo ist das Barbie-Auto? Weg. Ich glaube, das. Ich will mich nicht mehr ohne fortbewegen. Ist, ich weiß nicht, ich sehe hier noch einen Bildschirm. Ach, wir dürfen fahren. Nee, das ist nicht das Barbie-Auto. Wie lange ist das Wummert? Oh Gott, 83 Sekunden. Hast du gerade ernsthaft die Alarmanlage gelöst? Ja, das ist normal. Hast du ihn geklaut? Die Alarmanlage von der Karre spielt immer ein bisschen rum. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Müssen wir nochmal mit der Dame reden? Nee. Okay. So, direkt zum Treffpunkt. Mein Autoscout 24 Reservoirs erschöpft, deswegen müssen wir uns andere Fahrzeuge nehmen. Sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Okay. Rot ist ja auch fast wie rosa. Den Pedo-Van. So, ich vermute, uns wird mit dem goldenen Fahrzeug gefolgt. Ja. Nope, ich weiter. Der Straße folgen. Oh, der geht aber ein bisschen ab, der Van. Von der Geschwindigkeit. Der fährt sich gut. Ihr seid ganz gut, ja. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ein richtig gutes Auto, vom Gefühl her. Da geht's lang. Ich bin verliebt. Da
Vorne nach rechts und direkt wieder nach links. Was heißt direkt? Also das ist rechts. Okay. Zu spät nach links? Treffpunkt. Augen ach so. Ich trau dir ach, da. Nicht. Okay. Okay. Ich glaube, hier haben wir den Treffpunkt, oder? Nee, noch ein Stück weiter. Hier auf der rechten Seite ist das. Oh Gott. Okay, Weaver, ich sag mal, gute Vorkunst, wie es mit deiner aussieht. Ey, was kann ich dafür, wenn ihr mir da reinfahrt? Stopp. Das ist allerdings... Ich bin mir nicht sicher, was... Also wir sollen den Treffpunkt erreichen, aber ich gehe mal stark von der Falle aus. Da vorne ist schon ein Unidad-Fahrzeug. Also wenn du dir den Treffpunkt anguckst, dann haben wir aber alle Nachteile auf unserer Seite. Ja, ist ziemlich offen und ziemlich hässlich, die Gegend. Ja, so sind drei Leute zu sehen auf den Stämmen und 777-Tanor. Na gut, Chefin, dann geh mal. Wir halten dir den Arsch sauber. Okay, also bisher sehe ich nichts außer den Typen. Der steht halt da vorne. Ich gehe nach vorne, ihr könnt mit der Drohne gucken. Okay, du spielst also den Lockvogel. Da ist der General. Einer guckt mit der Drohne, die anderen behalten die Gegend im Auge. Vorsicht, der General hat uns verarscht. Okay, da sind schon die Ersten. Ich gehe wieder zurück. Sollten wir ihn töten? Also ein schnappt ihn ist für mich ein tötet ihn. Nicht wirklich. Wir sollen ihn in den Kofferraum packen. Oh. Lebend, atmend. Nun. Oh. Da habe ich wohl den Befehl missverstanden. Schnappt ihn euch, peng, tötet ihn. Also der Unterschied zwischen schnappen und töten ist schon irgendwo... Nee. Jetzt darfst du Auto holen. Nee, das ist nicht wahr. Da haben wir über den Berg hier und da vorne ist. Wir brauchen doch sowieso ein Auto. Nee. Also dieses Mal darf einer von euch den Lockvogel machen. Was ist denn jetzt denn? Sagen. Ich habe mir einen Uber bestellt gerade. Weil der wird doch mit dem LKW fliehen. Warte. Ich kann mit der EMP-Drohne den ausschalten. Den LKW meine ich. Oder wir zerschießen die Reifen. Drohne fliegt. Vorsicht, der General hat uns verarscht. Schnappt ihn! Okay, LKW außer Gefecht. Trotzdem damit los davon. Moment. Die Reifen sind Platz. Seid ihr schon im Los? Ja. Oh. Der Typ ist auch schon los. Oh. Ich hab den Kerl. Oh. Wo bist du? Ich zieh mich gerade zurück. Wir können hier diesen gepanzerten LKW nehmen. Truck. Es ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit den Rebellen. Au. Okay, Weaver, wo bist du mit dem El Baro? Ich hab den Überblick verloren. Ich hab den Typen in einem LKW gestoppt, in so einem rot-schwarzen, mit dem Fach jetzt nicht. Sie kommen mit uns. Ah, ich seh dich, okay. Ich fahr dir hinterher. Guck lieber, wo die anderen sind. Ja, geht's doch gut, oder? Ich höre weder was von Enno, noch höre ich was von Naro. Seid ihr noch da? Nein. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Kann ja überall sein. Oh, Scheiße! Der Typ, der hat voll die geile Heavy-Metal-Mucke angeschossen gerade.
Ja. Ich bin hier auf der Suche nach unseren beiden neuen. Scheiße. Ah, da. Ich hab Enno. Okay, das muss jetzt schnell gehen, das muss jetzt schnell gehen. Aua. Also Jungs, falls ihr mich hört, ne, ich kann euch im Moment nicht aufheben, egal was ist. Ich habe massenweise Uni dort hinter mir und hab den Typen im Auto und die Karre brennt. Shit. Da ist das Auto, wo du die Karre zerschossen. Da, okay. Das, war. Also. Durcheinander? Ja. Ich hab nicht mitbekommen, dass es angefangen hat. Gut, dann. Es hat angefangen. Als es angefangen hat, habe ich mir noch das Fahrzeug bestellt. Gesucht. Das habe ich unterwegs gesehen, aber ich konnte leider nicht umsteigen, weil Uni da war doch ein bisschen bestellt. Ja. Okay. Aber wo ist das denn? Ich höre das Hupen, das Quietschen, aber es ist hier nicht. So, wir gehen jetzt auf das Haus zu gemeinsam, richtig? Wann war, was tust du? So, ich, ja. Das Fahrzeug gesucht. Achso. Okay, alle bereit. Nein. Sollten wir uns vorher nicht ein Fahrzeug organisieren? Bin schon dabei. Das war mein Versuch, aber. Ich könnte es auch noch versuchen. Nein, Katz, brauchst du nicht. Da vorne ist ein LKW. Brauchen was Schnelles. Mhm. Oh mein Gott, ich sehe es da hinten. Negativ, das sind Zivilisten. Ist das das Barbie-Auto? Ja, aber wieso ist das da hinten? Diese Uber-Leute werden noch immer unzuverlässiger. Finde ich. Oh! Gott. Ich weiß ja nicht, was du für Halluzinationen hast, aber ich habe 2 Meter vor dir geparkt. Ich habe mir eher Sorgen um Enno gemacht. Manchmal mache ich das. Nö. Schleimer. Okay, also ihr bewegt euch schön als Squad vorwärts. Wo ja als Trio. Ja, genau. Meine ich doch. Im Hilrunde bereit? Ja. Okay, der Typ hat uns bemerkt. Vorsicht, der General hat uns verarscht. Schnappt ihn! Und EMP. Zack, 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 ich geb dir Feuerschutz, Sweeper. Ich fahr das Auto zu euch. Das hätten sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron.
Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, weil wir Ihre Hilfe brauchen. Genau seid ihr? Aua, ich werd selber. Okay, wann war es erwischt worden? Stopf in den Kofferraum. Steig ins Auto ein, Reaper. Ja, ja, schade. Jetzt bleib aber bitte am Leben hier, ne? Ich schau mit dem Typen ab. Okay, die beiden liegen irgendwo da vorne. Drohne. Da ist ein Unita-Typ, da ist Enno, das waren wir. Oh Gott. Danke. Sie eine kleine jetzt kommt hinter das Haus. Ja, hinterm Haus. Da sind zwar nur LKWs, aber besser als nix. Hier ist allerdings die Gegend noch heiß. Wie bei Sweeper. Allmächtiger. Ich fahre, aber die Karre hat direkt einen abgekriegt. Enno, wo bist du? Ich bin hinter euch. Okay, sehr gut. Ja, das ist nur zwei Sitze, sonst bin ich nix. Ja, ich sehe auch kein besseres. Oh Gott, da ist einer mit Geschütz. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen müssen. Hoffen wir nur, dass sie aus unseren Fehlern lernen. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit für ein Fahrzeug? Fahrzeugabwurf? Ja. Moment. Ich habe Katari um ein Fahrzeug gebeten. Okay. Da hinten. Sie sind kein Engel, Sir, aber ich halte Ihre Tochter für eine Frau, sehen uns. Entscheidungen. Jo, ja, da sind einige. Und schnell, 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 schnell rein. Schnell rein. Oh. Fuck. Moment, ich muss erst eine Granate abwarten. Kannst du das erledigen gerade, Knabo? Du sitzt auf der rechten Seite vom Auto. Warte, ja. Weg, weg. Okay. Oh, shit, das tut immer noch weh. Rein, 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 rein. Bin drin, bin drin. Okay. Auf geht's. Also... Okay, erstmal nach rechts. Wir haben ihn nicht am Arsch. Sie sind kein Engel, Sir, aber ich halte Ihre Tochter für eine Frau, die eigene Entscheidungen trifft. Also dieser Wagen ist nicht für den Kampf gedacht. Vielleicht liebt sie jemand zu sehr, um vorzugehen. Falsche Richtung. Nee, können wir machen. Passt schon. Okay, aber trotzdem. Wir haben einen Heli am Arsch, das bringt uns keinen Vorteil. Kann einer von uns... Wo ist Z denn? Über uns? Nee. Warte kurz. Ein bisschen entfernt, ne? Rechts. Links. Entschuldigung. Was? Oh. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli jetzt? Ich sehe ihn. Kein freies Schussfeld. Reaper immer schön nach Südwesten. Ja, ja. Der Heli ist abgedreht. Okay. Ja, wir treffen uns gleich auf der Kreuzung. Das ist wie schwierig, es ist etwas schwierig mit einem PDA in der Hand zu fahren und gleichzeitig zu. Deswegen ist er nicht am Steuer verbunden. Geh nach vorne noch den Heli. Wir fahren die nächste nach rechts, Reaper die nächste nach links, da treffen wir uns quasi. Allerdings sind wir ein bisschen vor Reaper. Okay, der Straße folgen. Oh, der Kairim ist aber schon... Der Straße eine Weile folgen? ...deftig im Hintern. Ja, das geht. Reaper ist jetzt direkt hinter uns. Oh. Wir bilden den Zuhälter-Konvoi. Die nächste nach links. Und direkt wieder nach links. Also da vorne. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt nach links. Am Ende der Straße ist unser Häuschen. Wir erreichen den Treffpunkt. Augen auf. Mann, sehen die Autos gut aus. Und sah so ein schönes Muster auf. Alter, ich hab den Typen im Kofferraum. Hinterseite. Okay. Und anhalten.
Oh Mann, Mann. Lebt er noch? Bastardo, das waren gute Männer. No se asuste. Du bist das. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kamen nicht an den Präsidenten ran? Nein. Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich hatte zu viele Schießereien mit der Unidad, um Mitgefühl zu haben, Sir. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für Ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Und ich habe einen Freund, einen Colonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit in Flor de Oro. Jetzt, wo General Baro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen die korrupten Offiziere in der Unidad Probleme. Und ihre Santa Blanca-Kumpel auch. Verdammt richtig. Mit Baro und seinem Militär auf unserer Seite werden die Unidad-Patrouillen weniger glimpflich mit den Kartellmitgliedern umspringen. Das erzeugt Spannungen. Richtig. Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ende. Der Typ ist mir irgendwie zu schmierig gewesen. Politiker, ne? Ja. Das ist, glaube ich, kein gutes Thema. Tja. Aber es war wichtig, dass wir den auf unserer Seite jetzt haben. Zumindest soweit man das so nennen kann. Naja, die Idioten von Unidad werden trotzdem noch auf uns schießen. Das Gebiet haben wir sauber. Ja. Als nächstes Libertad. Beziehungsweise. Oder erst La Cruz. La Plaga. Ja, das. Ja, würde ich dann aber vorschlagen, dass wir das auf den neuen Speicherkarten ablegen. Ja. Ich habe da so einen ganzen neuen Satz gekriegt, kann ich gerne rumwerfen. Mhm. Gut. Dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.